Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch hier von mir zu euch quasi rüber. Und ich wollte euch nochmal ganz kurz die Info geben. Es gibt wieder was gratis und zwar 5 Items. Wir schauen es uns gerade mal an zum FNCS-Start sozusagen, Tag 1. Hier unten seht ihr, das ist so ein Ladebildschirm irgendwie. Gucken wir uns gleich nochmal in groß auch gerne an. Dann hast du hier das GG, was zugegebenermaßen nicht das schönste GG ist, was wir jetzt hier kriegen. Da gab es schon coolere als Emoticon. Hier unten links siehst du nochmal ein Banner-Symbol. Ja, ist okay, kann man mal mitnehmen, braucht man aber nicht wirklich. Dann hast du noch ein Spray-Motiv, Club der Neinsager und das Coolste natürlich hier in der Mitte groß drauf. Auch in der bislang coolsten Farbe, das FNCS Backbling. Finde ich ganz cool. Gucken wir uns mal an. Hier seht ihr nämlich, das letzte Backbling war in so einem lila Gold, was eigentlich auch nicht schlecht aussah. Das davor, das Champion-Wappen, das war in so einem Grün. Aber das aktuelle, noch viel cooler, schaut mal hier, Ruhmes-Wappen. Das sieht richtig cool aus, so richtig Chrom-Style halt, mit einem kleinen lila Stich drin, finde ich richtig, richtig nice. Dann gucken wir nochmal, haben wir gerade drüber gesprochen, Siegesserie, also das ist dieser Ladebildschirm, okay, kann man mal mitnehmen. Ja, das Banner-Symbol, I don't know, weiß ich nicht, wer es haben will, ab in den Spind. Und dann haben wir hier noch das Spray-Motiv, sieht auch nice aus. Benutzt noch jemand Sprays? Ich weiß es nicht, also ich bin da irgendwie komplett raus, keine Ahnung. Aber dann wisst ihr Bescheid. Ich kann nochmal auf doof gucken, ob ich das GG gleich finde. Chack, chack, chack. Nee, hier sind irgendwie andere drin. Das eklige GG, was wir jetzt kriegen können, sehe ich jetzt hier nicht. Oder ich übersehe es. Doch, hier ist es. Das müsste das hier sein. Schaut mal. Das ist das Glibber GG, was wir jetzt bekommen und bekommen können. Da gab es schon coolere hier. Das hier mit der Goldkette war schon cooler, oder? Aber okay, nichtsdestotrotz, wir müssen wieder was gucken. Und wie das geht, zeige ich euch auch mal. Hier auf Twitch bin ich ganz normal, also ich sag mal, euer Ausgangspunkt ist halt, ihr seid halt auf irgendeinem Kanal drauf, dann tippt ihr hier drauf auf der rechten Seite, geht hier runter auf Drops und Belohnungen, einmal draufgeklickt, dann seht ihr einmal euer Inventar, also was hat man schon alles abgeräumt und hier siehst du ja, ein paar Sachen habe ich auch schon bekommen, dann gehst du einfach auf alle Kampagnen und hier siehst du dann alles, was angeboten wird. Fortnite ist jetzt noch nicht drin, wo ich das Video drehe, es kommt später, weil Tag 1 steht ins Haus, ihr wisst, vielleicht kommt es auch morgen, ich lade auch gerne nochmal ein Update oder ein Reminder als Community-Post hoch, aber dann geht's los, dann tippst du einfach irgendwas an, dann siehst du genau, oh, was muss ich machen, zack, 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 dann guckst du dir den Stream an, der hier drin steht und dann hast du schon geschafft, dann kannst du den Drop abholen und fertig ist es. Mehr musst du nicht machen. Ja, alles, was du jetzt noch machen kannst, ist halt ein Abo und ein Like für das Video da lassen, aber ansonsten haben wir schon geschafft. Also insofern, das als kleine Information. Wer Fragen hat, wie man übrigens Twitch und Fortnite verlinkt, das kann ich gerne nochmal verlinken. Das Video dazu habe ich schon mal gemacht und ansonsten würde ich sagen, weiterhin viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.